Du bist ein Stone Furnace, du bist das besondere Ding. Hör mal auf, das da zu machen. Und mach stattdessen Bronze. Da und da. So, mit denen können wir dann die besseren Bohrs bauen. Achso, und leg das nicht unbedingt da unten rauf. Oh, die gehen ja doch ganz schön gut weg, die Dinger. Naja, ab und zu ruckt es mal. Die besseren Bohrs bauen, weil die dann weniger Strom verbrauchen und mehr Wasser produzieren auf demselben Platz. Da sind die. Wie viel brauchst du? Zwei. Zwei, ja, das ist human. Dann bauen wir bitte zwei davon. Die verbrauchen jetzt auch unsere weißen... Nee, das sind nicht die weißen Chips. Das ist die Vorstufe zu den weißen Chips. Oh doch, drei Chips. Okay, ich habe nichts gesagt. Unten rechts ist hier immer die Anzeige von allen Subkomponenten, die gebraucht werden. Und oben unter dem Namen steht die Pumpe, Stahl, Stilgewehr. Und das sind die Sachen, die man direkt braucht, um das herzustellen. Also gib mir mehr davon. Gib mir mehr davon. Das könnte schon fast reichen. Aber mach mal hier zu Ende. Weil ich würde ganz gerne gucken, ob wir davon später noch mehr brauchen oder nicht. So, also hier hingehen, die Dinger ersetzen. Durch die MK2s. Blub, blub, blub. Genau, die machen das wesentlich schneller. Und das Wasser kommt nicht schnell. Was? Rom, rom, rom. Das Wasser staut sich hier. Und die Pumpe mal weg. Die Pumpe hat nicht genug Durchlass. Das heißt, sie pumpt nicht mal ordentlich. Ja, das ist jetzt schon wesentlich besser. Okay. Dich ersetzen. Dich, dich. Dich und dich. Das sind alles MK2-Pumpen. Ja, sehr gut. Füllt sich, füllt sich, füllt sich. Kohle ist okay, Kohle ist okay. Und dann mach die alten Boiler mal weg, weil die irritieren mich durch hier mit dem ganzen Geblinke da. Ist das was überhaupt heiß genug? Nö. Okay, nächstes Problem, wir brauchen mehr Boiler anscheinend. 20 Tempo... 20... Oh, okay. Wir brauchen viel mehr Boiler. Bam. Ich denke, die hier sind besser, aber die Efficiency... Achso, das müsste man berechnen, ne? Mit der Efficiency und dem... Warum steht da ein E vor den 80%? Achso, Boiler E 80%. Ja, also müsste berechnen die Efficiency und den Energy Consumption. Wo sind die Dinger jetzt? Da unten blinkt's. So. Ihr kriegt alle Ärmchen. Und ihr kriegt auch Zeug. Und es wird trotzdem nicht warm genug sein, bin mir relativ sicher. Ja, 50 Grad. Okay. Wir brauchen diese Boiler. Dafür brauchen wir blaues Zeug aus High Capacity Pipes. High Capacity Pipes brauchen Unicomp. Unicomp und Wasser. Unicomp war das graue Zeug. Okay. Das heißt, ich kümmere mich jetzt darum, dass die Stromversorgung der Boiler durchgehend läuft. Wir wollten auch Gates bauen, ne? Haben wir Gates gebaut? Ich sehe keine Gates. Ne, bau Gates. Genau, ich kümmere mich jetzt um die Versorgung der Boiler, damit wir durchgehend wenigstens Strom haben von den Steam Engines. Die Solar Panels werde ich weiterhin ausbauen. Als kleine Erleichterung, wir brauchen ja tierisch viel Kohle momentan. Und irgendwann werden die paar Drills dann nicht mehr hinterherkommen. Da ist Unicomp. Ja, die werden nicht hinterherkommen. Und dann haben wir ein Problem. Und ich bin fast versucht, hier einen Drill hinzustellen. Ja, mach mal. Aber mach das dann bitte mit den alten, hässlichen Dingern, damit ich weiß, was. Nicht Shift, nicht Shift. Wir haben keine Roboter. Einfach gedrückt halten war das. Genau. Einfach hoch da. So, und dann setzen wir hier mal einen Drill hin. Dann eine Kiste.
Und dann kommen wir einfach zwischendurch hier hin, wenn das Ding nicht zerfetzt wurde, und holen uns das Zeug ab. Und ich glaube, ich sichere das Ganze ein kleines bisschen. So. Und werde auch nebenbei noch von Hand hier abbauen, damit wir ein bisschen was haben, womit wir schon mal arbeiten können. Weil so viele Boiler brauchen wir ja gar nicht, denke ich. Also so 10, 12 Stück vielleicht. Und die brauchen jeweils 1,3 von diesen Klumpen da unten. Das klingt jetzt nicht so viel. Wie viel Klumpen? Warte. Aus einem Chunk machen wir einen Dust. Und aus einem Dust machen wir... Hey. Achso. Aus drei Dust machen wir ein... Also machen wir drei Zylinder, der ein Zylinder ist. Also ein Zylinder Triplet. Und aus einem Zylinder Triplet machen... Ne, aus drei Zylinder Triplets machen wir eins davon. Das heißt, wir brauchen 9 Dust für einen davon. Das heißt, wir brauchen... 9 mal 1,3 für einen Boiler. Okay, es ist doch ein bisschen mehr. Hämmer, 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 Hämmer. Das heißt, wir hätten jetzt genug für 3 oder so. Wäre aber schon mal Anfang. Und ich könnte gucken, wie stark sich das verändert mit der Hitze. Oder ob das wirklich so viel ausmacht zwischen den beiden Boilern. Ja, klingt gut. So, das heißt, wir tüfteln da dran rum, wie gut die überhaupt sind. Währenddessen arbeitet er. Er wird eventuell angegriffen werden. Damit kann ich leben. Wenn er zerstört, wird er zerstört. Das ist nicht so schlimm. Es wäre zwar schade um die Kiste mit dem Zeug drin, aber Unicomp ist ja eins der unendlichen Ressourcen. Also sollte das schon okay sein. So, euch setze ich hier mal hin, damit ihr nicht im Inventar rumlungert. Ich bräuchte Kupfer für die andere Geschichte. Die Bronze-Geschichte. Für hier. Gleich die nächste Stufe. Wobei. Ich verbrauche die ganze Zeit jetzt gerade Ressourcen, ne? Kupfer und Eisen für die Tränke. Für Sachen, die ich nicht so super doll gerade brauche. Später auf jeden Fall, keine Frage. Aber momentan hält sich das in Grenzen. Ich glaube, ich erforsche jetzt lieber wieder Replikator-Sachen. Nur welche? Ein Replikator kann ich nicht so wirklich gut einsetzen momentan. Da habe ich zu wenig Strom und zu wenig Ressourcen für. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem schon mal was erforschen kann. Uff. Replication Engine. 119 Zeiteinheiten. Crafting Speed 2. Die sind echt teuer. Twice again as fast, even less efficient. Ja. Also es wäre praktischer, 4 T1-Dinger zu benutzen als einen T2, T3. Was brauchen wir für Ionen? Oh, da ist es. Das Ding. Das Ding habe ich gesucht. Ein Auxfield Power Station Ding. Braucht ziemlich viele Ressourcen. Und 400. Okay, nein. Das ist noch eine Weile weg. Erforsch bitte stinknormal meinen Drills MK2. Go. So, du kriegst jetzt mal von mir Kupfer. Ich nehme das Bronze mit. Dann wollten wir jetzt rumbasteln mit den Unicom-Sachen. Mit denen hier. Dann müssen wir die nur einmal kurz umändern. Du machst jetzt nicht die... grünen Zylinder-Triplets, sondern die blauen. Und du machst nicht das, sondern du machst das. Und du machst nicht das, sondern du machst das. Und die Mauer wird angenagt. Und das klappt soweit alles. Schaut gut aus. Okay, ist in Arbeit. Die Mauer unten ist okay. Der Laserturm wurde ganz schön zernagt. Das ist nicht so gut. Repair Packs. Mehr Repair Packs. Brauchen die besseren Repair Packs. So. Aber wie viele Ressourcen habe ich gerade aufgewandt? Ah, das kostet fast gar nichts. Okay. Trotzdem brauchen wir hier unten mehr Türme. Bau mal noch einen 5er Pack.
damit sie gar nicht erst dazu kommen, Schaden zu machen. Das heißt, jetzt nachdem wir, glaube ich, einmal komplett außenrum sind mit jeweils einem pro Pfosten, außer irgendwo hier ist eine kleine Lücke, machen wir jetzt Dreier-Sets pro Pfosten. Passive Kosten gehen noch, werden später aber ziemlich teuer werden, wenn wir fast eine durchgehende Wand haben. So, hier unten sind momentan die Hauptangriffsfläche. Das heißt, ich mache erstmal hier, hier, hier werden wir auch noch angegriffen. Hier ein bisschen was hin, das reicht dann hoffentlich. So, Akkus füllen sich jetzt. Ja. Ich brauche viel mehr grüne Platten. Viel, viel mehr grüne Platten. So, gib mir das. Jetzt haben wir schon mal vier davon. Und damit bauen wir jetzt die... Was fehlt jetzt? Stein. Ernsthaft? Okay. Ja, stimmt. Stein wollten wir auch noch zu Steinziegeln verarbeiten, oben irgendwo. Habe ich nicht vergessen. Nur verdrängt. Wobei wir... Ja, das mit dem Außenposten haben wir eben schon nach hinten verschoben. Das ist okay. So, gib mir Steine. Und baue jetzt zwei davon. Und es fehlt Holz. Ich baue mal Holz. Stack. Und baue davon noch zwei. Okay. Da war gerade der Lichtflattern, aber es war wieder irgendeine Lücke in unserem Alien-Lampensystem. Ist okay. Oh, du hast echt viele Zwischenschritte, Junge. Krass. Okay. Gib mir die. Ja, das dauert jetzt ein bisschen mit den Boilern. Das heißt, in der Zwischenzeit hole ich mal neue Kohle, damit das hier nicht zum Stocken kommt, was es jetzt schon gerade tut. Und versuche auch mal ein Auge drauf zu behalten, ob momentan unsere Kohle-Drills überhaupt in der Lage sind, genug Kohle ranzuschaffen, um das Durchgehen so zu befeuern, wie es gerade befeuert wird. Geschweige denn... Wo laufe ich hin? Dahin. Geschweige denn, wenn erstmal jetzt die besseren Boiler da sind. Die werden ja noch mehr von dem Zeug schlucken. Aber das sieht gut aus. Alles her damit. So, ihr arbeitet nicht. Nochmal Steinziegel. Und ich hole mir hier neue Steinklumpen. Genau, okay. So, das auch, das auch, das auch. Ich glaube, wir haben schon ja, vier von den guten Boilern. Okay. MK3 Drills. Damit könnten wir das Problem mit der Kohle zum Beispiel beheben, weil das ist ja ein endloses Feld. Das heißt, je besser der Drill ist, der drauf ist, desto mehr kriegen wir raus. Selbst bei Minimalbesetzungsdingens. Problem ist nur, dass ich auch wieder mehr Strom verbrauche. Ja, nee. Das lassen wir erstmal so, wie es ist. Ich mache einfach eine kleine Pause gerade mit der Forschung. Das, den entspannen sich die Ressourcen ein wenig. Gib mir das da. Und Kohle wollten wir abliefern. Du, da, dahin. Sehr gut. Okay, Wasser hat Temperatur von 46 bis 49 Grad. Okay, ersetzen wir jetzt. Wow, was bist du zur Hölle? Okay. Okay. 46 bis 49 Grad waren es vorher. Du bist groß. Das ist auf jeden Fall eine Steigerung. Waren 46 bis 49 vorher und jetzt sind es 53 bis 57. Die sehen krass aus. Du machst nicht mehr, wenn du in jedem Slot was hast, oder? Nee. Ja gut, dann brauchen wir auch gar nicht so viel davon. Das heißt, wir müssten das jetzt theoretisch alles um eine Etage nach oben verschieben. So. Das alles mitnehmen. Weg, 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 weg. Kein Strom.
ist das alte Muster, ist noch gar nicht hier. Das neue. Alte. Das, ne? Ihr wisst schon. Da. Na, da ist nicht gut. Da. Du musst da weg. Weg, 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 weg. Du musst da hin. Ärmchen. Ärmchen. Zwei Lasertürme werden angegriffen. Und unser Strommast. Das wäre jetzt nicht so toll. Wir sind bei 78 Grad. Theoretisch passt ja sogar noch einer hin. Lass ich aber erstmal so. Ist okay. Guck mal ganz kurz, wie der Schaden da unten aussieht. Vernachlässigbar. Gut, okay. Davon brauche ich jetzt nicht noch mehr. Also Strom scheint jetzt einigermaßen gefangen zu sein. Ich sollte jetzt wieder draufsetzen, mehr Akkus zu bauen. Das heißt, nächste Folge grüne Platten holen. Gucken, wie sich Tin verhält. Gucken, wie... Dass wir langsamer weiter in Richtung... Falsche Taste, falsche Taste. Blaue Tränke kommen. Damit wir doch langsam zu den Robotern kommen. Jo, ja, ja, ja. Hat sich ein bisschen gefangen, finde ich, die Problematik. Also vor drei Folgen, als dieses Jahr schon angefangen hat, oder vor zwei Folgen, ja, da sah es echt chaotisch aus. Wasser und Strom und so weiter. Aber jetzt geht's. Okay, doch, bis gleich.